Hallo Freunde, das sind wir wieder zur Sprachwoche, Sprachmonat, keine Ahnung, wie viel lange wir brauchen für die ganzen Sprachen. Ich werde auf jeden Fall alle hintereinander hochjagen. Das nächste wäre Dänisch dran gewesen. Dänisch ist aber kaputt. Und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn habe natürlich wieder gesagt, Holländisch ist kaputt, deswegen machen wir jetzt Niederländisch. In diesem Sinne, auf geht's mit Dutch. Wir haben immer noch zu schlagen 90% von Chinesisch, weil 74% Arabisch war ja wohl zur Einstimmung so, naja. The both hier kann ich aber, glaube ich, ziemlich gut. Hoffe ich. Okay, wir starten 30 Minuten lang die erste Lektion. Da sind auch Chinesen drauf. Das sind doch Chinesen. Aber da steht Niederländisch, Stufe 1. Probieren wir es. Aber in Holland gibt es auch Chinesen. Sogenannte Frikandeln. Achso, Mikrofon testen. Öke in die Köke. Ja, Mikrofon erkannt. Los geht's. Hallo. 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 Das war Deutsch. Hallo. Ja, sag dich doch. Ein Mädchen. Ein Junge. Ein Junge. Ein Junge ist total schwer. Ein Junge könnte das sein. Ein Mädchen. Mädchen ist ein Mädchen. Also Nachbarland, da müssen 100% drin sein. Het Mädchen eet. Het Mädchen drinkt. De Junge eet. De Junge eet. De Junge drinkt. De Junge ist eigentlich relativ einfach, muss ich sagen, für den Beginn. Ein Mädchen. Ein Mädchen. Ein Mädchen. Ein Junge. Ein Junge. Ein Maiklock. Ein Junge. Ja, ein Maiklock, yes. Na gut. Het Meisje drinkt. Het Meisje drinkt. Het Meisje drinkt. De Junge drinkt. De Junge drinkt. De Junge drinkt. Het Meisje eet. Het Meisje eet. Het Meisje eet. De Junge eet. De Junge eet. De Junge eet. Een vrouw. Een man. Een man. Een man. Ja, sehr einfach. Wenn der liebe, gute Marco Style NL seine Videos in Holländisch machen würde, würde ich, glaube ich, mehr verstehen, als er es in Englisch ist. Ein Mann. Een vrouw. Eine Frau. Wenn ich mir überlege, manche in der Schule, so Drittklässler oder so, die schreiben Frau genauso. V-R-O-U-V. W. Eine Frau. Eine Frau. Eine Frau. Eine Frau. Ein Mann. Ein Mann. Ich würde sagen, wenn ihr euch das kaufen würdet als Hörspiel, also nicht Hörspiel, sondern Hörübung. Der Mann trinkt. Lass den Mann trinken. Wenn ihr das als Hörübung kaufen würdet, ihr würdet ja gar nicht merken, dass das Holländisch ist. Ihr würdet denken, habe ich mir Deutsch gekauft? Der Mann trinkt, das können wir. Der Frau trinkt. Der Frau trinkt auch. Der Mann eet. Und der Mann eet auch. Das war verdrückt. Scheiße. Der Frau eet. Der Frau eet. Bisschen konzentrieren müssen wir uns schon. Gut, nächste Folge. 8, 9. The man ate. The man ate ist the man. The Junge ate. Die Junge ate auch. The Frau ate. Alle aids. Nein. Die Frau ist das. Das war der. Het Meisje ate. Het Meisje ate. Das ist einfach. Ich könnte holländisch perfekt. Het Meisje ate. Het Meisje ate, da unten. Het Meisje drinkt. Wenn het geedet hat, fängt es an zu trinken. De man eet. De man eet auch. De man drinkt. Und de man drinkt. De man rennt. De man rennt. Is dat Deutsch? Nur falsch geschrieben. De man rennt. De vrouw rennt. De vrouw rennt auch. De Junge rennt. De Junge rennt. Het Meisje rennt. Het Meisje rennt. Jetzt müsst ihr aufpassen, wenn ihr mal in Holland Urlaub macht oder in Niederlanden, je nachdem, wo ihr da seid, sprecht nicht zu viel Deutsch, die verstehen das. Hörst du ja? Het Meisje rennt. Der Mann rennt. Hör mal, ich muss pinkeln, ich glaube, mein Mann rennt. Oh, guck mal, der Mann rennt. So einfach geht das. In den Niederlanden. Het Meisje leest.
Lest ist lesen. Der Junge lest. Die Junge lest natürlich auch. Die Frau lest. Die Frau lest auch. Und der Mann lest auch. Der Mann lest. Hör mal, so quatschen die unten in Baden-Württemberg. Der Mann lest irgendwas. Das ist einfach, das gibt viele Punkte. Die Frau trinkt. Jawohl, ja. Die Frau eet. Jawohl, ja. Die Frau rennt. Die Frau hat die Tage. Die Frau lest. Das wird ein Home Run. Der Junge lest. Jo, lass lesen. Der Junge rennt. Jo, das ist Deutsch. Der Junge trinkt. Das ist super Deutsch. Der Junge eet. Der Junge isst auch, ja. Jungen. Het meisje drinkt. Het meisje drinkt. De Junge eet. De Junge eet. De meisjes drinken. Drinken. Dat is toch pfälzisch. De meisjes drinken. De jongens eten. Eten? Oké. Okay. De man drinkt. Achso, ich muss es selber, ja. De Mannen drinken. Achso, muss ich klicken, ja, ne? Ne, so. De Mannen drinken. De Meische rennt. Het Meische rennt, ist ja nur eine. Ja! Het Meische rennt. Und jetzt sind's, de Meisjes rennen. De Meisjes rennen. De Frau eet. Na, im Moment nicht, die kaut ja noch nicht mal. Achso, die Frauen eten. De Frauen eten. De Junge leest. De Junge leest. De Junge leest. Und die Jungens lezen. Leest. Nee, die Jungens lezen. Lezen. De Jungens lezen. Die Jungen auslezen. De Mannen lezen. De Mannen lezen, da. De Frauen lezen. De Frauen lezen auch. Alle lezen. De Frauen rennen. Danach rennen sie. De Mannen rennen. Vor de Frauen weg. Ach, de Mannen. So. Holland, das gibt einen Länderpunkt. De Meisjes lezen. De Meisjes lezen sind viele. De Frauen lezen. Die Frauen lesen sind auch viele, aber die lesen ja nicht, die zeigen ja nur. Die Frauen zeigen. Die Frau lest. Ja, die, ja. Die guckt Bilder an, würde ich sagen. Het Meisje lest. Het Meisje lest da unten. Jungs. 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 Meisjes. 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 Mannen. Mannen. Mannen, vrouwen. 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 Da müssen die Baden-Württemberg echt aufpassen, wenn er sagt, kommt nach Mannen, Mannen. De Jungs eten. De Jungs eten. De Jungs eten. De Meisjes rennen. De Meisjes rennen. De Meisjes rennen. De Vrouwen drinken. De Vrouwen drinken. De Vrouwen drinken. De Mannen lezen. De Mannen lezen. De Mannen lezen. Genau. Hij eet. Hey, hey hatten wir noch nicht, das ist aber sie bestimmt. Nee, warte mal. Er. Hey. Hij rennt. Hey ist er, okay. Zij drinkt. Das ist auch einfach sie. Zij leest. Also bis jetzt ist es eine relativ erlernbare Sprache, weil viele sagen, Holländisch ist gar nicht schwer. Hey rennt ist er rennt. Zij drinkt. Sie trinkt. Zij lezen. Die lesen. Die lesen ja nicht, die lesen. Zij eten. Zij eten, das sind die. Zij rennen. Zij rennen. Zij rent. Hij rent.
Also wie gesagt, Holländisch eine relativ einfach zu erlernende Sprache. Gookt, ja. Öke in de keuken, hat mir am Anfang gesagt. Gookt, also kocht. Zij kookt. Zij kookt ist sie. Zij koken. Koken, koken. Nicht immer J-E dran hängen. Gookje, ja. Koken. Moment. De man zwemt. War jetzt sie und sie gleich? Einmal in Einzahl und Mehrzahl? Ich glaube schon. De man zwemt. Na ja, ist klar. Der schwemmt einiges auf. Zwemt. Der schwemmt einiges auf. Het meisje zwemt. Oh, Entschuldigung. Het meisje. Dat Mädchen. De jonge zwemmen. De jonge zwemmen. De vrouwen zwemmen. De vrouwen zwemmen auch. Alle zwemmen. Zwemmen. De mannen eten. De mannen eten. De mannen. De mannen. Moment. De mannen is einer. Het zijn mehrere. De man. Ah jo, eten. De man kookt. De man kookt is einer. De man eet. Dat is ook einer. De mannen koken. Dat zijn mehrere. Ah, niet ganz die 100%, maar het wordt nah dran. De vrouw zwemt. De vrouw zwemt alleine. De vrouw rent. En die rent ook alleine. De vrouwen rennen. Die rennen samen. En die zwemmen ook samen. De vrouwen zwemmen. Ja, die zwemmen ganz schön auf. Okay, weiter geht es in den Endspurt. Hij zwemt. Hij zwemt. Hij zwemt. Hij rent. Hij rent. Hij rent. Hij kookt. Hij kookt. Hij kookt. Hij eet. Hij eet. Hij eet. Und weiter geht es mit... Sie schreibt. Schreibt? Sieht aus wie Schrift. Sie. Say is sie. Beschriften ist bestimmt Mehrzahl. Ja, ich sage, Schriften ist bestimmt Mehrzahl oder so. Er. Sie schreiben. Schreibe. Also ich merke echt, das ist schwierig in Holland Hochdeutsch zu sprechen. Sie eten. Sie eten. Sie eten. Sie koken. Zij koken. Zij koken. Zij zwemmen. Zij zwemmen. Zij zwemmen. Zij schrijven. Zij schrijven. Deswegen sagen auch, ja, deswegen sagen auch ganz, ganz viele Holländer, dass sie uns zwar verstehen, aber es nicht ausdrücken können. Het meisje schrijft. Dat Mädchen schreibt. Ist eigentlich relativ einfach. De meisjes schrijven. Die Mädchen schreiben. Het meisje leest. Und die eine liest und alle lesen. De meisjes lezen. Okay, 4 Stück haben wir noch. Zij leest. Zij leest. Zij leest. Hij drinkt. Hij drinkt. Hij drinkt. Zij schrijft. Zij schrijft. Zij schrijft. Hij eet. Hij eet. Hij eet. Genau, da waren es nur noch 2, müssen es noch sein, ne? Nee, doch. Zij drinkt. Zij eet. Hij drinkt. Hij eet. Hij eet. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Heißt gar, ja, heißt gar nicht Todesszene, heißt auf Wiedersehen. In diesem Sinne, schauen wir mal, 97%, 113 richtig, 3 nur falsch. Trage ich in meine schlaue Liste ein. Falls ihr noch die anderen Zwischenstände haben wollt, guckt die anderen Videos an. Oder, ja, guckt die anderen Videos an, ist besser. So, und zwar, Dutch 97% erreicht. 113 richtig, 3 falsch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal in einer neuen Sprache. See you und bye!